Alarm! Jemand hat eine Wache getötet! Eine Wache ist gut! Habe ich noch die Pumpgun ausgerüstet? Nein, Baseball. Warte, ich will hier. Geh mal weg, Salvatore. Ich kann dich gerade gar nicht gebrauchen, mein Freund. So, wir beeilen uns am besten mal. Bitte die Tür benutzen, ja? Das hier ist ja der Hinterausgang quasi. Vielleicht kommen wir darüber ja möglichst unerkannt weg, aber irgendwie sieht es hier gerade so aus, als ob alles zu ist. Nein, noch nicht. Kann man hier flüchten? Ja, komm. Lass mal gehen hier. Kommst du, Salvatore? Komm mit, Salvatore. Schneller. Bevor die hier irgendwas sehen, gehen wir einfach mal nach hinten wieder raus und flüchten. Momentan sieht es ja noch gut aus. Ich kann mich eigentlich nicht erinnern dran, hier mal kampflos rausgekommen zu sein, aber irgendwie... Hua, 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 lauf! Oh Gott. Halt, ich habe die Dokumente vergessen. Ich muss zurück. Nein! Ist nicht dein Ernst, oder? Fuck you, Tommy. Ich dachte, du hast die automatisch eingesteckt. Du bist ein Dummbatzen. Das geht überhaupt nicht. Ja, das Video kennen wir schon. Boah, Dokumente aufgehoben. So, und jetzt fuck you, ey. Nein, nicht das Licht anmachen. Lauf, 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 lauf. I hate you, Tommy. Und du sollst keinen Schalter benutzen. Du sollst die gottverdammte Tür öffnen. Warum steht da Schalter benutzen? Egal. Ich bin falsch gelaufen. Ich bin falsch gelaufen. Scheiße. Scheiße. Ich laufe im Kreis. Hier lang. Lauf, Tommy. Lauf, Tommy. Mach die Tür auf. Laufe weg. Kommst du? Ich habe kein Leben. Ich habe überhaupt kein Leben. Ganz toll. Ganz toll. Lauf um dein Leben, Thomas Angelo. Sie werden dich holen, wenn du nicht ganz schnell wegläufst. Da ist die Tür, da ist die Tür. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Gut. Besuch bei reichen Leuten. Wir müssen nur noch flüchten und Salvatore abliefern. Dann haben wir es geschafft. Gut. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals dem Kampf ausgewichen zu sein, sondern ich glaube, ich habe da immer alles weggerotzt, was mir irgendwie in die Quere kam, aber gut. Setz mich zu Hause ab. Ich wohne auf der anderen Seite beim Stadion, fast dort, wo du mich abgeholt hast. Jo. Dann steig ein, mein Freund. Wir kriegen das hin. Ich frage mich aber immer noch, wo ich das ganze Leben verloren habe, denn eigentlich hat der Salvatore eine volle Ladung Schrot abgekriegt und ich habe hinter der Ecke gestanden da, aber... Gut, ich habe auch nicht so aufgepasst, wann ich die Ladung, wann ich das Leben verloren habe. Das kann ja auch schon eher gewesen sein. Hätte ich einfach mal drauf achten können, habe ich aber nicht, egal. So, wir machen aber mal ganz dringend hier die Tempobegrenzung rein. Denn ich möchte nicht, dass das jetzt noch ins Höchsten geht. Das wäre irgendwie bescheuert. Hinab in die Tiefe. Rum, rum, rum. Ach komm, scheiß drauf, Tempobegrenzung ist für Weicheier. Hui! Hui! Ja, da fängt auch gleich das Spiel zu ruckeln an. Ich glaube, ich mache die Tempobegrenzung doch rein. Ja, überschlag dich noch dreimal, ist okay. Sehr gut. Los, wir fahren gleich rückwärts. Am, 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 am. Kann man sich gut vorstellen, dass Tommy mal ein sehr guter Taxifahrer war, oder? Ach ja, hol nicht rum. Ah, shit. Was mache ich denn? Spitzenfahrkünste. Natürlich pünktlich zum Autofahren gehen auch die Frames wieder in den Keller. Ich hatte eigentlich ein bisschen an Auflösung und so einen Spaß rumgespielt, dass ich gehofft hatte, in dieser Aufnahme geht's ohne irgendwelche Frame-Einbrüche. Also das ist so, ist wie jetzt auch gerade wieder. Das wäre sehr schön gewesen, aber offenbar geht's nicht ohne. So, dann hoppeln wir hier mal schön über die Schienen. Zum Glück hat es kein Bulle gesehen, unser Chaos, das wir veranstaltet haben, und wir leben noch. Mit soliden 8 Lebenspunkten, da könnten wir doch eigentlich glatt noch die nächste Mission beschreiten. Kein Ding, kein Ding. So, ich trinke mal was zwischendurch, das ist meine Stimme sehr schnell, sehr putt.
Ja, so ein heißer Cappuccino, sehr schön. Jo, da haben wir das auch schon geschafft. Und dann können wir bestimmt wieder bei Lukas Bertone vorbei. Ich sehe es schon. Halt. Stück zurück. So. Das reicht doch, oder? Hier wohne ich. Vielen Dank. Kein Problem, Salvatore. Mach's gut, Salvatore. Nächstes Mal wird's ruhiger. Heute habe ich mir fast in die Hose gemacht. Das hoffe ich auch. Ruh dich jetzt aus. Sei nicht so ein Feigling. Du hast noch 100 Lebenspunkte gehabt. Wieso auch immer. Okay, direkt zurück zu Salieris Bar. Dann gibt's heute mal nichts beim Lukas. Das ist auch schön. Umso schneller kommen wir von der Mission weg. Denn ich will ja nicht, dass das wieder so wird wie damals hier bei Frank. Als wir stundenlang für die eine Mission gebraucht haben. Was heißt damals? Ich glaube, das war die Mission direkt davor gewesen, oder? Ich hatte ja, glaube ich, die komplette letzte Aufnahmesession nur damit verbracht, Franks Hinrichtung quasi vorzutäuschen. So fahren wir richtig, naja, so halb. Dann vorne nochmal links fahren einfach, dann passt das. Lalala. Tempobegrenzung raus, hier fährt sowieso kein Bulle mehr. Mach da mal, weg da. Jo, 7 Lebenspunkte, wir können uns noch 6 weitere Rempler leisten. Das ist doch in Ordnung. Also wenn das mal kein solides Polster ist, dann weiß ich es auch nicht. Ganz souverän gemacht, die Mission, finde ich. Rum, 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 rum. Ich habe das Gefühl, mein Laptop, der macht einen soliden Leistungsabfall durch. Solide, warum? Was habe ich denn mit solide gerade? Einen rapiden, wollte ich sagen. Einen rapiden Leistungsabfall durch in letzter Zeit. Und schafft nicht mal mehr die einfachsten Sachen. Aber gut, irgendwann muss halt mal ein ordentlicher Rechner her. Nein! 3 Lebenspunkte. Das wird dann auch mal zur Herausforderung hier. Irgendwann muss sowieso mal ein ordentlicher Rechner her bei mir. Weil ich ja momentan ja nur mit dem Nötigsten auf dem Zahnfleisch krieche quasi. Sobald ich mal Geld habe, sagen wir es so. Das Problem ist, ich habe nie Geld. Von daher kann das noch eine Weile dauern. Ich habe auch schon, eigentlich hätte ich es gar nicht vorgehabt, aber ich habe mir jetzt, weil es gerade mal bei Steam im Angebot war, Mafia 2 zugelegt gehabt. Da mein Rechner das aber nicht mal ohne Fraps anzuhaben mitmacht, muss das erstmal warten, aber ich werde es irgendwann auch mal spielen, dann auch direkt mit euch, gleich blind. Hat aber noch Zeit, hat noch Zeit. Hab mir auf jeden Fall vor, mal einen ordentlichen Rechner zu kaufen, wenn ich mal die Gelegenheit habe. Aber es stehen andere Dinge erstmal auf der Agenda, die etwas wichtiger sind. Leider, leider. So, wir machen gleich hier lang. So lange müsst ihr euch mit dem Geruckel zufrieden geben, beziehungsweise ich werde dann vermutlich auch vermehrt auf Retro-Spiele setzen, denke ich mal, weil da einfach die Gefahr nicht ganz so groß ist, dass es in einem totalen Ruckeldesaster endet. So, Don Salieri, ich bin wieder da. So, die Karre nehme ich gar nicht erst mit rein, denn die will ich nicht in meinem Fuhrpark stehen haben. Lalala, lalala, lalala. So, hey, wie geht's, Ralphie? Was brauchst du? Gar nichts eigentlich. Nö, ist alles okay, ist alles okay. Die Karren können da bleiben. Und dann erstatten wir mal Bericht. Nein, ich will ihn nicht haben, Gottverdammt. Was denkt ihr, warum ich da vorgeparkt habe? Ach, scheiß drauf. Nächste Aufgabe, großer Deal. Gute Arbeit, Jungs. Der letzte Job lief gut. Es gibt keine Beweise. Oder Zeugen gegen uns. Dank eurer Überzeugungsarbeit machen die keinen Laut mehr. Danke, Boss. Wir wollten sie glücklich machen. Nun, das habt ihr geschafft. Aber heute geht es um etwas anderes. Hawley hat ein ziemlich interessantes Angebot. Ich habe einen Typen aus Kentucky getroffen, William Gates. Jeder weiß, dass die Leute in Kentucky den besten Whisky in den Staaten machen. Wie auch immer, der Typ hätte sich fast übergeben, als er den Fusel probiert hat, den Morello verkauft. Und er gab mir einen Schluck von dem Zeug, das sie da unten brauen. Vergesst es. Ich trinke nichts anderes mehr. Also habe ich ihn danach gefragt, okay? Er sagte, es sei gar kein Problem und er könnte mir so viel liefern, wie ich wollte. Stellt euch vor, was wir mit dem Zeug verdienen könnten. Also, ich habe eine LKW-Ladung bestellt. Ich habe mir gesagt, wenn die hier ankommt,
können wir später einen größeren Deal machen. Das wäre sicher ein guter Ersatz für den Verlust von den kanadischen Zeugs. Gefällt mir. Gut gemacht. Mir auch. Und wir sacken jede Menge erstklassigen Stoff ein. Da freue ich mich schon drauf. Wo verstecken Sie das Zeug? Sie treffen uns in der großen Parkgarage. Wir müssen vorsichtiger sein als beim letzten Mal. Ihr fahrt mit zwei anderen Jungs im Auto dorthin. Die werden euch auf dem Rückweg eskortieren. Ihr drei holt den LKW ab und bringt ihn in unser Lagerhaus in Hoboken. Die Jungs sind bereits draußen im Hof und warten im Wagen. Und bringt mir eine Flasche, damit ich endlich was Ordentliches trinken kann. Verlassen Sie sich drauf, Boss. Steig ein, wir holen ein bisschen Medizin. Hier, Tom, das könnte nützlich sein. Oh ja. Danke. Gruppenkuscheln. Hell yeah. Gut, haben wir mal wieder back to business quasi. Mal schauen, was da draus wird, ne? Also ich finde Parkhäuser ja grundsätzlich nicht so prickelnd als Übergabe. Wartet hier auf uns, Jungs. Wir sind gleich wieder zurück. Mhm. Folgt uns einfach, wenn wir herausfahren. Dann versuchen wir es mal beim Lagerhaus. Alles klar, Boss. Finde Bill und mach den Deal. Also wie gesagt, Lagerhäuser finde ich prinzipiell etwas suspekt als Übergabeorte. Wir hätten bereits erwartet, Mister. Natürlich. Und ja, natürlich muss das garantiert ganz oben auf der obersten Etage sein, wo wir hin müssen. Wie das eben immer so ist. Und ich würde sagen, ach komm, wir nehmen uns ja einfach ein Auto. Was soll's? Lalala. Ne, meine Freunde. Also ich habe das Gefühl, abgesehen von den Hauptpersonen hier im Spiel, haben alle extrem hässlich animierte Gesichter. Also da hat man sich weniger Mühe gegeben als bei den anderen. Aber gut, das Spiel hat ja auch schon... Kommt ihr mit? Steigt ihr ein oder so? Das Spiel hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, da ist das schon zu verkraften, denke ich, beziehungsweise da ist es nicht so wichtig. Ach Mann, die sind doch bescheuert. Wenn sie keine Lust haben, haben sie Pech. Fahr ich halt alleine hier hoch. Lalala, da müsst ihr halt folgen. Ich bin der Erste, ich bin der Schnellste. Das wird schon mal sehr spaßig, wenn ich mir das hier so angucke, denn man kann sich ja denken, was passiert eigentlich. Ich meine, Mann, hat jemals irgendwas gut geklappt in diesem Spiel, ne? Und wir haben die Thompson nicht ohne Grund gekriegt. Auch das kann man sich denken. Ah, ihr seid gleich übers Treppenhaus gekommen, das ist aber nett. 250 Schuss, na mal sehen, wie viele Kentucky-Ärsche wir damit aufreißen können. Hey, Freunde! Hallo, Bill! Schön, dich wiederzusehen. Hi, Pauli. Das hier sind meine Partner und gute Kumpels. Haben auch eine Schwäche für guten Whisky. Und eure ist gut. Das stimmt, er ist gut. Die Hauptsache ist, dass Don Salieri ihn auch mag. Schließlich finanziert er den ganzen Handel. Hier ist eure Bezahlung für die erste Ware. Richtet Mr. Salieri meine Grüße aus. Mit Leuten wie ihm mache ich immer gerne Geschäfte. Das glaube ich, Bill. Vielleicht ist das euer Glückstreffer. Wenn die kleine Lieferung gut für uns läuft, bestellen wir beim nächsten Mal eine Menge mehr. In Deckung! Was ist los? Verdammt, wer sind die? Wie überraschend. Feuer! Schweine! Morellos-Sackgesichter sind das! Mist!